Hallo zusammen, heute wieder ein MLP-Thema und zwar geht es um die Ankündigung der Staffel 5, die jetzt im Frühjahr kommt. Und da habe ich mich gefragt, naja, was wissen wir und was könnte auf uns zukommen? Zuerst einmal, was wissen wir jetzt, um einfach mal auf den neuesten Stand der Dinge zu sein? Gut, Twilight ist eine Prinzessin. Sie hat ein eigenes Schloss, da wohnen auch alle anderen. Was aus deren Häusern teilweise wird, weiß ich auch nicht. Und wenn man sich diese Storyboards anschaut im Internet für Staffel 5, sieht man also, dass sie in ein Dorf kommen, in dem lauter Ponys leben, die eben dieses, ja, mysteriöse ist gleich Cutie Mark tragen. Und man sieht auch ein bisschen, auch in den Teaser-Trailern für die einzelnen Ponys von den Mad Six, dass auch diese eben dieses Cutie Mark bekommen werden. Warum und was es damit auf sich hat, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. So, und jetzt wird spannend. Was erwartet uns in Staffel 5 eigentlich? Nun, ich habe ein paar Theorien aufgestellt. Zum einen, möglicherweise kommt wieder ein neuer Bösewicht, wie es bisher immer der Fall war. Und zwar in folgender Reihenfolge: Nightmare Moon, Discord, Königin Chrysalis, König Sombra und Tyrek. Oder es kommt tatsächlich einer der alten Bösewichte wieder zurück. Ich würde mir Chrysalis wünschen, der war ziemlich cool. Oder aber auch, dass vielleicht Discord aus irgendeinem Grund wieder böse wird, wie es ja in Staffel 4 mit Tyrek war. Fast. Zeitweise. Ja, darüber hinaus würde ich mir gerne Fufflepuff wünschen. In der Serie, das wäre natürlich am geilsten, was aber, glaube ich, eine der, oder wenn nicht die unwahrscheinlichste Theorie in meiner Liste ist. Aber egal. Was ich mir dann darüber hinaus noch wünschen würde, dass Derpy ausgebaut wird. Ich habe gehört, ihre Augen wurden berichtigt. Ich habe das jetzt nicht so gemerkt, aber das finde ich irgendwie doof. Dass man sie vielleicht wieder als Derpy, wenn sie kannte, anfangs ausbaut. Dann am besten noch, das wäre natürlich so Ultimo, Fluffypuff als Best Friend sozusagen. Das wird so geil. Und natürlich auch als Chrysalis Haustier, ist ja klar. Dann bin ich gespannt darauf, ob die Cutie Mark Crusaders endlich ihr Ziel erreichen und ihre Cutie Marks bekommen. Ihre Schönheitsflecken. Dann könnt ihr mir vorstellen, da jetzt Twilight eine Prinzessin ist, dass mehr Präsenz von Celestia, Luna und Cadence gegeben sein wird. Vor allem würde ich mir von Cadence wünschen, dass sie meine Lieblingsprinzessin. Obwohl die ja schon in Staffel 4 ein, zwei Folgen hatten. Dann wäre es natürlich cool, wenn Sunset Shimmer in die normale Serie kommt. Also aus irgendeinem Grund nach Equestria zurückkehrt. Das wäre geil. Und auch vielleicht mehr Elemente, die man vielleicht als kleines Mädchen, also die eigentlich angesprochene Zielgruppe, vielleicht nicht so verstehen. Zum Beispiel die Szene mit Applejack, als Trendyhoof sie zum ersten Mal gesehen hat und sie sofort verknallt hat und dann kam eben diese Apfelszene hier zu sehen gerade. Solche Sachen wäre auch cool, wenn das mehr käme. Und die letzte Theorie von mir, dass nach Staffel 5 natürlich wieder ein Equestria Girls Film käme. Das wäre so offensichtlich, aber cool. Und ja, das würde mich so freuen. Das ist soweit meine Theorien. Mal schauen, was davon sich bestätigt. Vielleicht mache ich ja noch ein extra Video dazu, weil ich halt nichts anderes zu tun habe. Na gut, das soll es dann von mir gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Tag und auf Wiedersehen.